Ja, willkommen zurück zu einem weiteren Video. Heute mal wieder etwas aus unserem Alltag. Ich werde euch noch mal ein paar Sachen zu einem Automatikgetriebe erzählen. Also viel Spaß im Video. Erstmal so ein Getriebe machen, ohne so einen, ich sag mal, einen vernünftigen Halter, ist schon mal eine Herausforderung. Das ist schon mal das Erste. Du kannst dir das jetzt so, kannst du dir das jetzt hochdrehen, querdrehen. Du kannst von allen Seiten arbeiten. Manchmal musst du es aufstellen, manchmal musst du es hinlegen. Manchmal musst du es auch auf den Kopf drehen. Also das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr sinnvoll. Jetzt muss ich mal hier kurz das Öl hier wegwischen. Also zur Vorgeschichte. Dieses Getriebe wurde uns angeliefert. Es war komplett auseinandergebaut mit allen Teilen. Wir haben die Teile komplett sortiert, haben sie, ich sag mal, in eine richtige Reihenfolge gebracht und haben geguckt, fehlt was und ist was zu wenig, ist was zu viel. Tatsächlich fehlten die Kupplungsscheiben. Wir haben aber, das ist immer, kann man jetzt so oder so sehen, ich habe hier irgendwie mehr Kupplungsscheiben, wie ich eigentlich benötige. Wir haben Kunststoff-Anlaufscheiben mitbekommen, was nicht schlecht ist. Lieber zu viel als zu wenig, aber sowas gab es 1957 noch nicht. Auch so ein komisches Sieb hier, das hab ich auch noch nicht gesehen. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, von welchem Getriebe das ist. Aber egal, auch hier so ein Ring. Ich hab diesen Ring übrig. Und ich bin die Explosionszeichnung dreimal durchgegangen, bis ich festgestellt habe, der ist gar nicht von diesem Getriebe. Also das war noch so eine kleine Falle, die wir hatten. Aber wir haben es jetzt gut gelöst. Wir haben ja hier alles. Also ich sag mal, wir machen diese Getriebe regelmäßig. Daher wissen wir ja auch ungefähr, wo was hingehört. Und im Grunde genommen hast du hier auch deine Explosionszeichnung. Da kannst du genau nachvollziehen, welche Teile wohin gehören oder ob was fehlt. Weil manchmal, wenn da so eine kleine Anlaufscheibe fehlt, das merkst du erstmal gar nicht. Und es fällt dir auch gar nicht auf, weil da noch eine zweite Scheibe dazu gehört. Und deswegen ist es halt wichtig, dass wir, auch wenn wir das schon oft gemacht haben, dass wir es immer noch mal abgleichen und kontrollieren. Da gehört nichts zu, das kann man machen oder das sollte man auf jeden Fall machen. Und da darf man sich auch nicht zu stolz sein, nochmal ins Buch zu gucken, weil am Ende des Tages muss das Ding laufen, egal wie. Ja, und wie gesagt, alles kann man auch nicht im Kopf behalten. So, wir wollten jetzt nochmal die Kupplung testen. Dieses Getriebe gehört zu einem 57er Cadillac und wie gesagt, der Kunde hat uns das angeliefert, zerlegt, komplett auseinandergebaut und die Teile dann in eine Kiste geworfen. Es war relativ gut sortiert, aber hier und da waren wirklich Sachen durcheinander, ja, die wir uns erstmal wieder zurechtlegen mussten. So, normalerweise haben wir es hier schon zusammengebaut, aber um euch nochmal zu zeigen, wie das Ganze funktioniert mit den Kupplungen, machen wir es gerade nochmal ab. Bei meinem ersten Getriebe, das allererste Getriebe, was ich gemacht habe, das war von einem 58er Caddy. Das war genau auch so eins hier. Die wurden ja von 1956, 55 ging das los. Da hatten die vereinzelten Jetaways und dann ab 56 wurden die standardmäßig eingebaut. Und die sind halt ziemlich tricky, weil dieser kleine Konverter hier vorne, das ist diese Kupplung hier, dieser
Das ist die sogenannte Coupling Unit. Ja? Und dieser Deckel hier, der hat hier zwei umlaufende O-Ringe. Und dieses Teil schaltet den zweiten und den vierten Gang in diesem Getriebe. Und wenn das undicht ist, hier irgendwo intern, dann schaltet der zweite nicht und der vierte auch nicht. So, viele merken das gar nicht. Warte mal, bin ich denn jetzt hier? Viele merken das leider nicht, weil den zweiten, dieses Ding schaltet quasi stufenlos. So. Und wichtig ist, dass das hier richtig in seine Führung sitzt. Der sitzt nämlich in der Ölpumpe und in der Front, in der Kupplung, Frontkupplung, in der Direct Clutch heißt die ja. Das ist hier noch so eine kleine Kupplungsscheibe hinter der Ölpumpe. Wichtig sind auch, dass die Schrauben hier alle vernünftig nach Drehmoment festgezogen sind. Kann man aus dem Buch rausfinden oder kann man sich aus dem Buch holen. Und hier arbeiten wir natürlich zwingend nach Drehmoment bei diesen Getrieben. Bevor wir das jetzt testen, die ganzen Kupplungen, bauen wir noch den Wandler zusammen. Denn da gibt es auch noch zwei, drei Sachen zu beachten. Im Grunde genommen ist so ein Getriebe, ist es, zu mir hat mal ein Ausbilder gesagt, wie Lego spielen. Du steckst eigentlich alles ineinander und sicherst es mit Ringen. Wichtig ist, dass die Reihenfolge passt, dass die Teile, die zusammengehören, es gibt ja verschiedene Abschnitte, wie zum Beispiel hier, das ist die Coupling Unit, dann gibt es die Frontpumpe, das legst du dir alles zurecht. Und dann gibt es halt den Mainshaft, beziehungsweise diese Hauptkupplung. Und wenn wir sowas machen, wenn wir sowas überholen, dann nehmen wir uns, damit auch ja nichts durcheinander kommt, nehmen wir uns immer Abschnitte vor. Na, das heißt, wenn du das jetzt, den kannst du jetzt rausziehen. Das ist ein Teil, was du machen musst, weil da drin sind O-Ringe, die müssen erneuert werden. Dann kommt die Frontpumpe. Bei der Frontpumpe ist hauptsächlich noch eine Kupplung dabei für die Direct Clutch. Die sitzt genau hier in der Mitte. Das ist für den direkten Gang, also für den dritten. Das ist auch das, was man bei diesen Getrieben immer merkt, bei diesen Jetaway. Du fährst los mit deinem, ich sag mal, 57er oder 58er Caddy oder 56, jetzt mal egal. Bis 63 wurden die eingebaut. Du fährst los und dann merkst du einen ganz leichten Drehzahlabfall. Das ist der zweite Gang, den muss man merken. Den Gang, den du spürst, ist der dritte. Ja, also wenn der zweite zum Beispiel fehlt, fährst du los und dann fällt die Drehzahl extrem runter, dann ist ein Gangwechsel, dann bist du schon im dritten. Wenn du den zweiten nicht gemerkt hast, hast du keinen. Also, ne, dann kann es sein, dass der hier undicht ist. Da muss man auf jeden Fall darauf achten, dass wenn man kann es genau testen, indem man auf Low stellt, fährt los und die Drehzahl muss ab einer gewissen Geschwindigkeit einen ganz leicht, wirklich kaum spürbar, leicht abfallen, man merkt es. Dann ist der zweite mit da, aber bitte im heißen Zustand. Wenn man mindestens mal 5 bis 10 Meilen gefahren ist, weil dann ist das Öl richtig heiß, dann sind die Teile auch, haben sich auch auf ihre, ich sag mal, auf ihren Temperaturbereich ausgedehnt, mit denen sie optimal arbeiten. Und dann kannst du deine Undichtigkeiten feststellen. Und wenn du nach dem dritten, wenn du das Gefühl hast, du fährst auf der Landstraße und die Drehzahl ist extrem hoch, dann fehlt dir der vierte. Auch das kann man testen, indem man von der ersten Drive-Position einen Gang runterschaltet, allerdings nicht bei voller Fahrt, das ist logisch. So bei ungefähr 50 Kilometer pro Stunde kannst du das machen. Da müsst ihr eigentlich schon in den vierten schalten, 50, 60 so. Kann man in der Stadt testen, dass man einfach mal kurz zurückschalten. Dann schaltet der ja bis in die Direct Clutch, also in den dritten Gang zurück. Wenn man dann spürbaren Drehzahlabfall hat, oder Drehzahlanstieg hat, dann war der vierte da. Wenn er aber, und das hatten wir jetzt bei einem anderen Getriebe, wenn du fährst und nimmst den Fuß vom Gas,
schaltet er den vierten. Sobald du Gas gibst, verliert er den vierten. Das ist wirklich, wenn hier drin eine Undichtigkeit ist. Ja, also wie gesagt, das muss man immer mal testen. Und wenn das passiert, wenn der vierte fehlt, ist oft dieses Teil hier undicht. So, genau, das nochmal dazu zu dem Vierganggetriebe und die Besonderheiten. Später hatten sie nur noch Dreigang und da wurde alles über Kupplung geschalten. Und hier haben sie noch einen kleinen Wandler eingebaut. Auch nicht schlecht. So eine Nut, wo das Gehäuse hier, das Wandergehäuse, eingreift. Und da muss es natürlich richtig drin sitzen. Sonst kann es sein, dass wir das beim Festziehen verkanten. Also die allerbeste Position, um solche Teile hier zu montieren, ist wirklich die Hochkantposition. Da kannst du nämlich genau gucken, wo du hin musst. So, schau, siehst du? Und dann kannst du das zusammenbauen. So, hier genau das meine ich nämlich. Wenn du hier Zeug zu viel hast, du hast nämlich hier eine Scheibe, die habe ich jetzt schon angeklebt. Ich habe übrigens habe ich diesen Wandler schon mal vormontiert gehabt. Daher ist jetzt noch alles passend. So, hier genau das Gleiche. Hier hast du nämlich einen Messinganlaufring. Der muss sich hier drehen, weil hier siehst du ja, hast du ja eine Zahnscheibe. Ne, diese Scheibe hier hat eine Verzahnung. Ja. Die dreht sich also nicht mit, aber das hier dreht sich mit. Da unten drin. So, das bedeutet, jetzt kommt hier, das ist ja ein Sonnenrad. Das ist das Sonnenrad, Hohlrad und Planetenradträger. So, und jetzt brauchst du hier wieder eine Anlaufscheibe. Ja. Und eine Messinganlaufscheibe, damit sich der Planetenradträger mit dem Wandler sich hier dran legt. Da muss diese Messingscheibe drauf laufen. Ja, damit das vernünftig funktioniert. So, mit ein bisschen Papier. Und wenn du alles richtig gemacht hast, oder wenn wir alles richtig gemacht haben, dann passt dieser Ring jetzt hier wunderbar saugend da rein. Weiß nicht, sieht ein bisschen lose aus, nicht? Ich bin ja noch nicht fertig. Ich muss die richtige Zange haben. So, wenn wir alles richtig gemacht haben. Dann flutscht er da rein. So. Ich muss auch immer kontrollieren, dass er hier vernünftig in der Verzahnung sitzt. So. Wunderbar. Übrigens ist es das, bei den späteren Getrieben ist der Wandler eine Einheit. Der ist komplett verschweißt. Das ist ein Teil, den kannst du nicht aufmachen, den kannst du zwar spülen, ne, aber da kannst du nichts mehr machen. Und das hier, da kannst du den Wandler noch zerlegen. Du kannst die Lamellen prüfen. Und die hier drehen, wie du hier siehst, drehen die sich gegeneinander. Somit drehen sich auch hier die Scheiben gegeneinander. Und wenn jetzt der Öldruck hier reinkommt, beziehungsweise wenn jetzt Drehzahl, weil das wird ja angetrieben hier. Und wenn der Wandler zugeschaltet wird, weil man in die Fahrstufe stellt, strömt hier Öl rein. Und durch diese Drehung vom Motor
wird dann diese Hauptwelle hier angetrieben. Ne? Die kann ich, damit drehe ich da unten die Kupplung. Und so werden die Gänge dann durchgeschalten. Jetzt will ich nochmal das hier rein, muss ich das hier noch reinmachen. So, um jetzt den Deckel zu montieren, stelle ich mir das aber jetzt wieder hier hin, weil ich muss den Wandler ein bisschen rausziehen. Das Gehäuse hier. Damit er hier vernünftig in seiner Buchse läuft. So, hier ist auch ein O-Ring. Der dichtet das Gehäuse ab. Der dichtet das hier im Gehäuse ab und wir nehmen immer ein bisschen Vaseline, damit sich der auch richtig in seine Form drückt. So, dann testen wir jetzt mal einmal die Reverse, den Rückwärtsgang. Sehr gut, das fühlt sich gut an. Dann haben wir die Rear Clutch, die hintere Kupplung, das ist die hier. Sehr gut. Wenn nämlich gleich Öldruck da ist oder wenn er Öldruck hat, dann ist das auch noch mal ein bisschen dichter. So, dann haben wir hier die Neutral Clutch. Das ist die quasi hier in der Mitte. Die ist gut. Da hört man schön, dass die funktioniert. Ich nehme jetzt hier übrigens auch einen Steuerdruck von maximal 60 PSI. Das sind um die, gut 3,5-4 Bar. So, wir sind jetzt mit dem Getriebe durch, fertig. Jetzt baue ich noch die Steuereinheit wieder ein. Und dann, wenn die Ölwanne trocken ist, kommt die Ölwanne drauf und dann ist das komplett fertig. Gut, ja, das war's auch dann für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.